Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es mal kein Tutorial, sondern es ist komplett eigener Sache. Und zwar, wer mir auf Twitter folgt, der hat es bestimmt mitbekommen. Ich habe die letzten Wochen so ein bisschen mit der Godot Engine rumexperimentiert. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich angefangen habe, mein eigenes kleines Spiel zu programmieren. Das ist natürlich noch kein vollwertiger Vollpreistitel, aber die ersten Grundzüge von so einem Spiel sollte man tatsächlich finden. Und weil ich tatsächlich so ein bisschen zugaffin bin, habe ich mir gedacht, mein erstes Spiel soll ein Zugsimulator werden. Und zwar, dass ich es ein bisschen einfacher habe, erstmal 2D, also der ganze Zugsimulator ist 2D. In dem Spiel fahren wir einen Zug. Ich habe dazu schon eine kleine Internetpräsenz eingerichtet, die ist eigentlich nur dazu da, halt, dass man das Spiel von irgendwo downloaden kann und das verfügbar ist im Internet. Das ist natürlich ein Open-Source-Spiel und der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Hier habt ihr ein paar Features, die schon implementiert sind und ein paar geplante Features. Und dann unter Download können wir das Spiel downloaden, einmal für Windows, macOS und Linux. Dann einmal ein How-To, wie man insgesamt spielt. Das könnt ihr euch natürlich selber runterladen, wenn ihr wollt, und mal kurz spielen. Und dann haben wir einmal Screenshots. Die funktionieren hier in dem Browser aus irgendeinem Grund nicht. Im anderen haben sie funktioniert. Macht ihr nichts, wir sehen ja gleich das Spiel. Und unter Community kommt man auf einen einsamen Discord-Channel, wo ich momentan noch ganz alleine da bin. Aber das soll sozusagen so die Verbindung sein zwischen den Spielern und dem Entwickler. Da kann man dann Sachen vorschlagen oder Bugs melden und so weiter. Ja, das war es erstmal. Die Seite wird wahrscheinlich noch wachsen, wenn ich den Zugsimulator weiter programmiere. Schauen wir einfach mal, was daraus wird. Wie gesagt, ich mache das eigentlich nur komplett aus Spaß und Laune. Und ich würde sagen, ihr schaut uns das Teil doch mal an. Ich habe tatsächlich das Ganze jetzt mal aufgenommen, weil ich dann insgesamt weiß, dass ich mich nicht verfahre oder keine großen Fehler mache, weil sogar ich selber als Entwickler mache tatsächlich noch manchmal Fehler in meinem Zugsimulator und fahre dann aus Versehen über ein rotes Signal, weil ich einfach unkonzentriert bin. Also hier ist einmal der Startbildschirm. Wir können hier einmal Play oder Quit drücken. Ich wähle natürlich am Anfang Play aus. Und momentan kann man zwischen einem Level entscheiden. Und hier haben wir das ganze Spiel auch schon. Ihr seht, die Grafik ist natürlich komplett aktuell. Also ich würde sagen, das Niveau von Grafik erwartet man auch von so einem Profi-Designer wie von mir. Und ja, wir fahren erstmal los. Ihr seht, unten haben wir einmal eine Geschwindigkeitsanzeige und einmal eine Bremsanzeige. Das Ganze steuert man mit den Pfeiltasten. Und ihr seht, das Ganze läuft hier in der Aufnahme nicht ganz rund. Ich muss tatsächlich sagen, dass wenn man es wirklich selber spielt, dass es runder läuft. Hier ruckelt es tatsächlich schon ein bisschen. Aber eigentlich läuft es schon fast butterweich, wenn ihr es selber spielt. Also ja, habe ich tatsächlich dann auch darauf geachtet, dass man es dann gut spielen kann. Anschauen in einem Let's Play, ich glaube, wird relativ schwierig, wie das Spiel hier ruckelt. Das ist ja wirklich nicht schön. Ja, das ist wirklich besser gemacht, wenn ihr dann das Ganze spielt. Da wird es dann nicht so stark ruckeln. Also das ist schon echt extrem. So, und ihr seht, ups. Mist, das war die falsche Aufnahme. Ich bin zweimal hintereinander gefahren, weil ihr gesehen habt, ich habe zu spät gebremst. Deshalb würde ich sagen, wir spulen mal ein bisschen weiter vor, wo ich dann hier in den Bahnhof dann gleich einfahre. Hier fahren wir raus. Genau, hier fahren wir in den Bahnhof ein. Ihr seht, das erste Mal bin ich tatsächlich gescheitert in der Aufnahme. Und hier fahren wir jetzt in den Bahnhof rein. Genau, ne? Welcome to Hainfurt. Wer Loxim kennt, der kennt auch Hainfurt. Ist eigentlich nur so ein Fantasiename. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Und ihr seht, das Signal schaltet natürlich nicht gleich grün. Das wartet natürlich ein bisschen. Das ist dann sozusagen durch Kontaktpunkte geregelt. Also wenn der Zug dann über eine bestimmte Stelle fährt, dann wird halt eben ein Timer aktiviert und nach der bestimmten Zeit
wird das Signal dann halt dementsprechend auf grün, auf orange gestellt oder so, ne? Genau. Was mir eigentlich auch noch wichtig in einem Zugsimulator ist, dass man seine eigenen Strecken entwickeln kann und auch diese dann wirklich der Community zukommen lassen kann. Allerdings ist das jetzt momentan noch nicht so implementiert. Also die Dokumentation bin ich schon am Schreiben, aber ich muss das Ganze nochmal von der Kompatibilität her mit dem Simulator nochmal durchgehen, dass man vielleicht einfach nur eine Datei in einen gewissen Ordner reinschiebt und dass man dann das Level laden kann. Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Das soll auf jeden Fall mal in den späteren Versionen kommen. Was ich auch machen will, ist eine Android-Version, dass man das Ganze auch auf dem Handy spielen kann, wenn man will. Da muss natürlich erstmal die UI wahrscheinlich ein bisschen größer gemacht werden. Und natürlich braucht man dann auch ein anderes Interface, ne? Weil Tasten gibt es ja am Handy bekanntlich nicht. Wie das unter iOS läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich tatsächlich nicht. Muss ich mich noch genauer informieren. Ja, aber ich glaube, es ist relativ schwierig, in den App Store da reinzukommen. Und ob man das anders so für iOS exportieren kann, das weiß ich nicht. Das muss ich mich einfach mal ein bisschen schlau machen. Könnt ihr ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr euch da auskennt. Ja, und ansonsten fahren wir hier gemütlich weiter. Jetzt fahren wir hier aus Siegdorf raus, Richtung Oberlingen. So ein kleiner Funfact am Rande. Die Strecke heißt eigentlich in meinem Editor Heinfurt-Neustadt, aber ich kam nur bis Oberlingen. Oder ich hatte dann am Schluss keinen Bock mehr, noch einen weiteren Bahnhof zu bauen. Somit hat die Strecke nur 4 Bahnhöfe anstatt 5. Macht aber nichts, ne? Kommt man trotzdem ganz gut durch. Genau. Und das wären eigentlich schon so ziemlich die Features, sieht man hier. Also jetzt müssen wir hier gerade ein bisschen langsamer fahren, weil da jetzt gleich ein rotes Signal kommt. Da müssen wir auch nochmal gleich anhalten. Das ist tatsächlich schon geskriptet, dass das Signal halt rot ist. Also da ist noch kein Zufallsgenerator drinnen. Das kommt vielleicht mal alles später. Wie gesagt, ich bin ja noch relativ am Anfang und mache das ja momentan einfach so aus Lust und Laune. Und ich glaube, dafür ist es schon ganz okay am Anfang, ne? Ansonsten, ja, ich glaube, so viel mehr sagen kann ich nicht. Also ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Ich wollte, wie gesagt, einfach mal das Ganze mit euch teilen. Das ist jetzt die erste Version, die ich richtig veröffentlicht habe. Die Alpha 1.0 sozusagen. Ich habe auf meinem Twitter-Account vor ein paar Wochen schon die Anfänge des Spiels gepostet. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, könnt ihr mal schauen, wie das Ganze anfing. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht das Endstadium von dieser schönen Grafik und diesem Zugsimulator ist, sondern natürlich noch gut weitergeht. Weil ansonsten wäre es ja traurig. Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall weiter und hier ruckelt schon ganz schön. Das ist aber tatsächlich nur die Aufnahme, das kann ich euch versprechen. So läuft es butterweich. Aber ich habe schon gemerkt, mit der Godot Engine kommt OBS nicht so klar oder andersrum. Ich weiß nicht, wer da Schuld trägt. Jedenfalls, das Ding läuft eigentlich ansonsten schon fast butterweich. Ne? Ansonsten seht ihr, ich habe auch natürlich darauf geachtet, dass wir verschiedene Baumarten haben. Dass es einfach abwechslungsreich auf der Strecke ist. Das habe ich tatsächlich versucht, dass die Strecke ein bisschen abwechslungsreich ist. Also ich habe nicht überall Wälder gemacht und habe natürlich auch versucht, ordentlich viele Kurven einzubauen und halt so eine Langsamfahrtstrecke, halt so ein rotes Signal halt mal auf der Strecke. Und jetzt fahren wir hier auch schon nach Oberlingen rein. Da müssen wir jetzt auf 40 runter bremsen. Ne? Ihr seht, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen mehr in die Eisen. Aber ansonsten seht ihr hier einen schönen Bug. Da sieht man das Gleis überlagert das andere. Eigentlich habe ich das programmiert, dass es nicht so ist. Also eigentlich sollte es komplett funktionieren. Aber ich habe einfach in der Endversion die eine Einstellung nicht aktiviert, dass er das so rendert. Weil wenn er jede Gleise so rendern würde, dann würde das Spiel ganz schön laggen. Und das wollen wir ja alle nicht. Und genau, deshalb muss man da dann immer eine spezielle Option dann auswählen für dieses eine Gleis, dass das halt besser gerendert wird. Das habe ich tatsächlich dann wieder vermasselt am Schluss. Das ist mir aber tatsächlich nicht aufgefallen, aber komm, jetzt bessere ich es auch nicht aus. Steht ja erstens schließlich noch Alpha davor und das Spiel soll ja weiter noch in die Entwicklung und
In der nächsten Version ist es dann wahrscheinlich nicht mehr so und dort gibt es wahrscheinlich auch viel mehr Strecken. Ihr könnt mal gerne euer Feedback dalassen in den Kommentaren und könnt einfach mal schreiben, was ihr verbessern würdet, was ihr als nächstes angehen würdet und wie euch das Ganze insgesamt so vom Ersteindruck her gefällt. Wie gesagt, ihr könnt es auch selber spielen. Download ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend. Dann sehen wir uns spätestens Freitag wieder und ja, macht's gut. Ciao.